Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Henrik von Fit for Future und heute habe ich eine kleine Brain Fitness Koordinationsübung für dich. Ein schwieriges Wort und die Übung, die ich für dich habe, ist heute auch nicht ohne. Ich werde gleich loslegen. Du brauchst heute gar nichts an irgendwelchen Tools, sondern nur dich selber, einen festen Fußstand und einen klaren Kopf. Ja? Also, lass uns loslegen, lass uns mitmachen. Und zwar, fester Fußstand, ja, mit der rechten Hand, spiegelverkehrt jetzt natürlich links, also mit der linken Hand gehst du nach oben und malst einen Kreis in der Luft nach rechts, ja, also, zack, los geht's, nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach rechts. So, und jetzt fängst du an, mit dem rechten Fuß nach links zu kreisen. Links kreisen mit dem Fuß und rechts kreisen mit der Hand. Ich hoffe, du kriegst es schon ein bisschen besser hin als ich. Wir machen jetzt Seitenwechsel. Das heißt, mit der rechten Hand geht es auch in einen rechten Kreis, rechten Kreis, rechten Kreis, rechten Kreis, rechten Kreis. Und mit dem rechten Fuß geht es in einen linken Kreis, linken Kreis, linken Kreis. Das heißt, gegenläufig die Kreisbewegung durchführen. Und dann auch wieder stoppen. Das Ganze wollen wir jetzt ein bisschen, sage ich mal, schwieriger gestalten, indem wir wieder die linke Hand hochnehmen und eine 6 zeichnen. Wir zeichnen eine 6, zack, spiegelverkehrt wird es bei dir natürlich dann so aussehen. Ja, zack, also eine 6, eine 6, eine 6. Mit dem linken Fuß schreiben wir jetzt eine 8. Immer eine 8 zeichnen. Und jetzt ist es so, dass wir mit der diagonalen Hand, zack, eine 6 schreiben. 8, 8 und mit der Hand immer eine 6. Natürlich Gleichgewicht halten. Ach, jetzt habe ich vergessen, wie die 8 ging. Okay, weiter geht's. 8 zeichnen und eine 6 mit der Hand. Okay. Seitenwechsel. Rechte Hand, wir schreiben wieder eine 6, eine 6, eine 6, eine 6. Und mit dem rechten Fuß malen wir eine 8. Und jetzt versuchen wir es wieder gleichzeitig zu machen. 6 und 8. 6 und 8. 6 und 8. 6 und 8. Du wirst dann merken, dass du auf einmal die 8 gar nicht mehr so gut zeichnen kannst. 6 und 8, 6 und 8. Okay, das ein bisschen üben. Und wenn du das ganz schon gut kannst und weißt, halt dein Fuß zeichnet immer eine 8 und die Hand zeichnet immer eine 6, dann kannst du noch weitergehen, indem du zum Beispiel sagst, hey, mit dem Fuß zeichnen wir jetzt mal gemeinsam ein Viereck. Ja, linke Fuß zeichnet ein Viereck, Viereck. 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 Okay. Die Hand zeichnet jetzt aber ein Dreieck. Das heißt hoch, hoch, hoch. Hoch, hoch, hoch. So, ich muss mich jetzt konzentrieren. Ja. Das heißt, die Hand zeichnet ein Dreieck. Zack, 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 zack. Okay, die Hand ein Dreieck, Fuß ein Viereck. Zack, 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 zack. Okay, ha, 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 ha. Du wirst schon merken, dass entweder der Fuß mitgeht oder die Hand zum Viereck wird. Das darf aber nicht passieren. Versuch dir immer vorzustellen, dass jeder Strich, den du machst, auch mit dem von deinem Fuß halt mitgeht. Ja, zack, ich gehe jetzt nach oben und immer wenn ich nach oben gegangen bin, dann habe ich unten vom Viereck den Abschluss gemacht. Ja, das heißt, wenn ich jetzt mit dem Finger hochgehe, zack, zeichne ich den linken Strich vom Viereck. Dann gehe ich runter vom Dreieck, dann zeichne ich rechts das Dach vom Viereck. Dann schließe ich das Dreieck und dann gehe ich runter mit dem Fuß, mache die rechte Seite runter
Und wenn ich jetzt wieder hochgehe vom Dreieck, dann schließe ich runter das Viereck. Okay, weiter geht's. Zack, 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 zack. Ja, hoch, Seite, runter, schließen. Hoch, Seite, runter, schließen. Hoch, Seite, runter, schließen. Und so kannst du dir das ganz leicht merken, dass du halt mit der Hand ein Dreieck machst und mit dem Fuß ein Viereck. Versuch jetzt bei der letzten, bei der Steigerung, ja, am besten gleichzeitig hast du linke Fuß vor und rechte Fuß vor. Rechte Fuß macht den rechten Kreis und die Hand macht einen linken Kreis. Versuch es gleichzeitig zu machen. Es muss entgegengesetzt sein. Ja, wenn es bei dir dann so aussieht oder so aussieht, das geht nicht. Also gleichzeitig, lass uns loslegen. Ja, wir machen einen linken Kreis mit der Hand, einen rechten Kreis mit dem Fuß. Also auf geht's. Zack. Zack. Muss ich auch konzentrieren. Also los geht's. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Immer einen Kreis machen, immer einen Kreis machen. Einen großen Kreis, einen großen Kreis, einen großen Kreis. Mit der Hand links rum, mit dem Fuß rechts rum. Und jetzt verliere ich das Gleichgewicht. Und ich hoffe, dir hat diese kleine Übung Spaß gemacht. Ein bisschen was für den Kopf, ein bisschen koordinativ. Du kannst immer ein bisschen was einbauen. Und ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Video. Wenn es dir gefallen hat, dann kannst du es ganz gerne teilen, wenn du magst. Und ja, versuch auch mal so ein bisschen deine Eltern oder deine Geschwister, falls du Geschwister hast, herauszufordern und immer mal ein bisschen die Buchstaben wechseln, die Kreise wechseln und die Zahlen wechseln. Ja, ich wünsche dir viel Spaß, bis bald zum nächsten Video. Ciao!